Okay, willkommen zurück zu einer weiteren Episode. Wieder Schlange bei mir. Ja, und auch aktiv dabei. Ja. Nicht nur passiv. Mich regt's noch immer auf, wieso hast du mehr Lebenspunkte als ich? Du bist eine Magierin. Jetzt sieht man auch, für die bekommt man 2 Erfahrungspunkte. Beim Part vorhin hat man auch für die Fledermaus 3 Erfahrungspunkte bekommen. Wir müssen nach links. Das ist eine Höhle gewesen, sieht man schlecht, aber. Ja. Wir können hier nicht rüber. Aber am Anfang ist es noch schwer, so die Umgebung so zu wissen, was das ist, was. Aber kommt man schon. Jawohl, schön mit dem Stock auf Kopf gehauen. So, jetzt hast du ein Level abbekommen. Da deine jetzt mal auf mal. Nee, ich bin das, ne? Ja. Ach so, hier sieht man. Auf der linken Seite, ich bin jetzt auf Stärke raufgegangen, aber ich kann es nicht mehr ab, also kein Upgrade verpassen. Also sind nur noch diese 5 vorhanden. Wieso habe ich eigentlich schon ein höheres Level als du? Ich weiß höheres nicht. Level, mehr Magiepunkte. Ich weiß nicht, vielleicht ist das so. Ist ja nicht so wild. Ich gehe auf Vitalität. Das erhöht dann wahrscheinlich meine Verteidigung. Ja, jetzt habe ich zum Beispiel schon ab ein Level. Hier ist noch jemand. Ah, da links. Ja. Kannst du dein Special benutzen? Bäm. Ja, steh nicht da so rum, helf ihnen. Kannst du machen. So, und jetzt ganz schnell haben wir auch unseren dritten Charakter. Und sie erzählt auch ihre Geschichte. Ja. Also die Charaktere, die ihr dann auswählt, die erzählen dann auch von ihrer Geschichte. Also können wir beim nächsten Run dann zum Beispiel die zeigen, die hier nicht jetzt ausgewählt wurden. Dann machen wir, ja, das finde ich gut gemacht. Fangen wir also das dann an mit Pink hier. Seht ihr auch, das kann früh das Kraftwasser einsetzen, auch in ihrer ersten Jobklasse. Weil alle anderen Charaktere, die das benutzen können, können das erst ab der nächsten Jobklasse machen, also ab Level 18. Also fangen wir erstmal jetzt ein bisschen leichter an. Dann kommt auch Schlange gut hier rein, mit rein. Und beim zweiten Mal können wir das rauslassen. Dann sind wir so gezwungen, mit Bonbon und Schokolade so rumzuhantieren. Und gleichzeitig das Geld für Ausrüstung zu verwenden. Wie diese Mickey Mouse Dinger, Cartoons, so stehst du auf dem Abgrund und dann merkst du es erst später. Die Roadrunner war das. Ja. Und ein Coyote. Genau. Ja, und hier, Pink lebt auch in Wendel. So. Ist ein bisschen so, am Anfang ist das irritierend, wie die Charaktere so da platziert sind. In den Ecken und so. Es ist schwer, auf ihre Energie zu achten. Was bedeutet das R und L neben den Charakterfiguren? Wenn ich jetzt L drücke, dann kann ich den anderen Charakter bewegen, siehst du? Ah, ja, das ist klar. Wenn ich R drücke, ich kann dich nicht bewegen, weil du ja drin bist. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt ins Inventar gehe und L drücke, dann wechsle ich auf den Charakter oben links, da sieht man, das graue Bild wird jetzt farbig. Okay. Alles klar. Ich muss noch. Okay, das ist der Knopf. Ich komme noch nicht so klar mit den Knöpfen. Ja, wir auch nicht. Müssen nach links. Ah, das war ich jetzt, ne? Das ist voll so eine Schlägerei. Okay. Warte, warte. Jetzt kann man zum Beispiel, wenn man hier runter geht. Ich habe zum Beispiel 2 Glück und wenn ich jetzt, was muss ich denn drücken? Select? Ja. Kann ich sehen, Snake hat 4 Glück und die hat 5 Glück. Und da sieht man auch, die Jobklassen bei jedem ist anders. Seherin, Sucherin, Priesterin, Zauberin. Aber eigentlich ist Zauberin, ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber Zauber wird hier Snake benutzen. Okay. Moment mal, hier so raus. Da
jetzt Pink am meisten Glück hat, wäre es am schlauesten, die Truhen mit ihr zu öffnen. Weil hier haben wir dann mehr Okay-Zeichen, als wenn ich das öffnen würde. Aber leider nicht so viel Glück. Bam! Oha. Da fehlt noch eine Sache. Wir haben hier jetzt Pink. Können ihr jetzt... Hier, Moment. Sagen, wie sie handeln soll. Da steht unten, wähle das Ziel und drücke... Greift nahesten Gegner an. Greift entferntesten Gegner an. Hilft Snake. Hilft Zardak. Eigentlich wäre es fair, wenn jetzt nicht mehr der Charakter verfolgt und nicht mehr mal mich. Egal. Aber Naster Gegner... Naster? Ist das richtiges Deutsch? Naster Gegner? Ja, und ich habe ihr die Aufgabe gegeben, ihre Schläge aufzuladen und dann den Special einzusetzen. Also ist das viel besser, finde ich besser als bei Secret of Mana 1, weil bei uns hat Pink irgendwie, also dieses Mädchen nie raufgeschlagen, also nie einen Schlag aufgeladen. Kann das sein, dass ich niemanden getroffen habe? Was ist denn, wenn ich jetzt niemanden treffe, kriege ich auch Level-Ups? Ja, ja. Achso, das hat man gerade gesehen, wir haben einen Bonbon bekommen, aber wir besitzen schon neun. Also was ist mit dem sozusagen 10. passiert? Der ist nicht verschwunden, der ist jetzt in unserem Lager hier oben. Und hier sieht man, jeder von uns hat jetzt ein Fenster gefüllt. Jetzt kann man hier sehen, unsere Waffen, Rüstung, Helm, Ring und Schild. Schild ist dieses fünfte... Moment, ist das fünfte Feld hier oben rechts, da wo nichts steht. Zwei Plätze unter Baumwolluniform. Okay. Aber wir müssen weiter nach rechts nochmal. Ich glaube, wenn wir noch ein Stück rechts gehen. Ja. Ne? Irgendwo ist unser Lager, aber wo ist denn das? Ich glaube. Rüstung? Waffen? Okay, da kann was nicht stimmen. Es wurde verstaut in unserem Lager, aber ich glaube, das Lager. Ich weiß nicht, wie man nochmal das Lager öffnet. Muss ich nochmal gucken. Also, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, dass es verschwunden ist oder so. Das ist noch da. Okay. Nächst. Wir sind wieder in Wendel und hier ist dieser Rüstungs. Der Laden mit den Rüstungen. Hier ist es jetzt so, wenn ich jetzt zum Beispiel kaufe, hier steht, der Ledergürtel gibt mir 10, von 10 zu 17 Abwehr. Finde ich gut, beim ersten Teil konnte man nur die Sachen kaufen. Also, ich kaufe einen. So. Hier steht auch extra nicht anlegbar. Also, unten, also ich kann nichts, ich kann das kaufen, aber dann müsste ich das wechseln im Inventar. Aber das geht leichter, indem ich einfach jetzt L drücke. Ja, Moment mal. Muss doch gehen. Vielleicht dadurch, dass ich dazu beigetreten bin als zweiter Player, geht das vielleicht nicht. Ja, wahrscheinlich. Moment mal, ich versuch's mal nochmal. Nein. Dann muss ich wohl mir jetzt L halten und dann rangehen und dann mit Pink einkaufen. Jetzt sieht man, dass diese Rüstung bei ihr nicht anlegbar ist, aber der Leuchtpanzer, aber er hat sie schon an. Was hab ich an? Musst du jetzt einkaufen. Ja, du hast auch. Wo steht denn das? Ja, du hast aber oben rechts 15 von 15. Das heißt, so. wenn du jetzt nicht die Seilenrumpa anhast, das macht ja keinen Sinn. Etwas zu kaufen, was dir dieselbe Verteidigung gibt. Also, das heißt wohl, dass ich nur was kaufen muss. Dann gehen wir hier runter und wechseln das. So, 17 von 17. Aber hier unten könnte was sein. Ja, hier sieht man die ganzen Fässer, aber die ist fast unten links. Das ist ein Lebenswasser. Da muss man drauf achten. Manche sind schon, sieht man so vorgerendert und manche sind in das Bild so eingefügt worden. Hier muss auch irgendwo der Waffenshop sein. Nein, das ist ja nicht... Ah. Egal. Ich kenne auch nicht alle Geheimnisse in diesem Spiel.
Okay. Hier zum Beispiel, die Eisenknöchel geben uns 23 Schaden. Ja. Die kaufe ich jetzt einmal. Und jetzt wechsle ich mal mit auf Pink. Und hier sieht man, dass das nur 19 abzieht. Also, da ich den Charakter als drittes ausgewählt habe, ist die Waffe auch schwächer. Hätte ich jetzt zum Beispiel Pink als erstes ausgewählt, dann wäre diese Waffe auch stärker als der Eisenknöchel. Jetzt bist du dran. Ja, du hast auch deins. Den habe ich schon. Ach. Okay, das haben wir auch geschafft. Also hast du keine richtige Waffe oder was? Nee, das sind halt diese Schlagringe oder so. Das Gasthaus brauchen wir nicht, wir müssen hier hin. Ah, ist ja nicht so wild wie. Die kommt gleich wieder. Bam, weggeschmissen. Ah, hier erwähnen sie jetzt schon das Mana-Land. Ach Gottbiester. Die Geschichte fängt schon mal gut an. Was heißt das, nur 8 Endbosse oder was? Ja. Heftig. Aber hier wird auch eine Menge erzählt, ey. Ja, das ist aber nur am Anfang so, weil... Finde ich aber okay, das Spiel muss auch ein bisschen Geschichte haben. Metal Gear Solid 4 ist hier übertrieben. Ja. Das ist 85% nur Geschichte. Ah, okay, bestimmt nicht so viel. Aber da haut die Grafik schon alles wieder raus. Ich hätte es gut gefunden, hätten sie so die Geschichte aus dem ersten Teil auch so damit verknüpft, das Quelldorf. Ja. Hä? Bisschen fortgeführt, bisschen alles. Ja. So. Das ist ein Mana-Stein. Wenn wir jetzt Level 18 erreichen, das kann ich schon jetzt sagen, können wir bei so einem Stein unsere nächste Jobklasse wählen. Aber wenn wir vor Level 18 so einen Stein berühren, dann passiert da nichts. Also es kommt so eine kleine Animation, aber da passiert nichts. Also wir müssen unbedingt Level 18 sein.